Z-U-K-U-N-F-T. Nee, passt nicht. Ich verstehe es nicht. Warum ruft er denn nicht an? Verstehe ich nicht. Heinz, setz dich doch. Er hat mir doch in Köln gesagt, am Dienstagvormittag rufe ich zurück. Jetzt ist es eins. Heute ist Dienstag. War wohl wieder nichts. Ja, hier Koslowski? Ach ja. Doch, der ist da. Augenblick. Köln. Herr Becker. Koslowski? Das ist dann der Arbeitsvertrag. Bitte unterschreiben Sie unten. Und damit haben wir dann das Wichtigste erledigt. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch Ihre neue Wohnung. Eine Kopie für Sie, Herr Koslowski. Danke. Ja, dann also auf gute Zusammenarbeit. Auf gute Zusammenarbeit. Frau Koslowski. So, bitte sehr. Danke. Das wird natürlich alles noch renoviert. Ach, die Küche. Heinz, glaubst du, hier passt unser Küchenschrank hin? Bestimmt. So, bitte sehr, hier ist der Wohn- und Schlafbereich. Ah ja. Ja, das wird unser Schlafzimmer. Schön. Könnten wir die Wände weiß haben? Ja, wir machen das alles so, wie Sie es haben wollen. Ja. Bitte? Oh, guck mal, die vielen Fenster. Und den ganzen Tag über Sonne. Bitte sehr. Hier ist das Badezimmer und hier das erste Kinderzimmer. Oh, das könnte das Zimmer für Marion werden. Ja. Ach Gott, Marion. Was machen wir bloß mit Marion? Und hier das zweite Kinderzimmer. Schön. Mensch, bleib doch einfach hier. Denkst du, mein Vater lässt mich alleine hier? Komm du doch mit. Und meine Lehre? Ich bin froh, dass ich überhaupt eine Stelle gefunden habe. Du fehlst mir jetzt schon. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich ziehe nicht mit nach Köln. Du machst, was ich sage. Anderthalb Jahre vor dem Abi die Schule wechseln. Ich bin doch nicht verrückt. Marion! Blöde Ziege, dann bleib doch hier. Geh doch zu Mertens. Die Ruth ist ausgezogen. Gleich gibt's was zu essen. Schluss jetzt. Danke für den Tipp, Bruderherz. Ja, das ist es doch. Warum eigentlich nicht Familie Mertens? Ja, die Mertens. Da könnte sie vielleicht wohnen. Da ist ja dann ein Zimmer frei. Aber sie ist doch noch nicht mal 18. Also die 3 Monate noch. Hör mal, Heinz. 18 oder nicht 18. Weißt du was? Ich frag mal die Mertens. Unsinn. Warum soll sie denn nicht bei den Mertens wohnen? Genau. Und am Wochenende bin ich bei euch in Köln.